Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia, wo wir gerade noch ein bisschen Steine kloppen, weil es so lustig ist. Und dann können wir mal eben kurz ein bisschen Suppe fressen. Du bist ja auch einer, oder? Nein, du bist keiner. Du bist aber noch einer. Wenn hier gerade so viele sind. Aber du bist ja auch einer, oder nicht? Irgendwie habe ich das Gefühl, wir laufen synchron. Das war auch. Doch, das war Eisenerz. Sind zwar viele Schappers, aber. Nicht das, was wir suchen. Ja. Nicht das, was wir suchen. Vielleicht da oben irgendwo? Irgendwo habe ich die doch hier schon gesehen auf dieser Seite. Oder hat die irgendjemand schon alle abgemuckt? So. Hängt die sich da einfach drin? Ich habe die schon gesehen auf dieser Seite. Oh, das ist ein großer. Den nehmen wir doch auch noch mit. Ja, ein großer. Super. Schon gesehen auf dieser Seite. Wo sind sie denn? Na gut, dann gehen wir mal die andere Seite. Ein paar Austern noch fischen. Fangen, fischen, wie auch immer man das nennen möchte. Hui. Gott sei Dank habe ich mir noch ein paar Pfeile hergestellt und Gott sei Dank haben sie endlich dieses blöde System umgestellt, dass man endlich einstellen kann, wie viele man da haben möchte und nicht immer 20 Mal dasselbe drücken muss. Aber gut, jetzt holen wir uns erstmal ein paar Austern, damit wir die schon mal haben. Ein paar Austern, wir brauchen ein paar Austern, eine Muschel, noch eine Muschel. Was bist du? Du bist eine Auster, du bist eine Schnecke, eine Schnee-Schnarr-Schnecke haben wir hier. Eine Auster, ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Na ja, gut, wir nehmen jetzt mal welche mit, ne? Nehmen. Muschel. Eine Auster. Noch eine Auster. Und da sind auch noch ganz viele Sachen. Ein Schneckchen. Eine Koralle. Keine Ahnung, wie viele Austern haben wir jetzt. Fünf Stück. Das sollte wohl erstmal reichen, würde ich sagen. Jetzt holen wir uns noch ein bisschen Schappas. Ah ne, wie heißen die Viecher nochmal? Was soll das denn? Was ist das denn für ein Geräusch? Okay. Scheint kein Geräusch für uns. Floatstep. Da müssen wir doch eigentlich in der Nähe von sein, oder? Ja.
haben, brauchen wir jetzt eigentlich nicht unbedingt. Oh, Palierherz. Zwei Stück. Das ist Eisen. Da hinten ist auf jeden Fall noch Palier. Palium heißt es eigentlich. Dann nehmen wir dir. Nö. Da ist auch noch eins. Nice. Wir haben gerade erst wieder einen verloren, also. Man muss sie immer schön wegschlagen, damit das schön wieder was Neues bauen kann. Oh. Ich sehe da oben gerade noch Eisen. Da müssen wir auch noch mal einen Kuss mitnehmen. Ein bisschen Eisen. Siehst du, da war schon wieder... Ah, da. Nun renn doch mal ein bisschen schneller. Voll in den Hinter geschossen. Ja, das ist unser. Du bist doch gerade hier reingesprungen, oder? Oh nein! Nehmen! Wo ist das hin? Oh. Wir sind hier beide, glaube ich, reingesprungen, oder? Die sind beide da reingesprungen. In den oder den? Gucken wir mal. Warte, wir müssen den hier mitnehmen. Ah. Aber den haben wir auf jeden Fall erstmal gekriegt. Leider verstecken die sich auch in großen Bäumen. Das ist garantiert. Oh Mann. Ah. Reg mich auf. Nicht aufregen. Ich glaube, wir brauchen dafür alleine schon drei Stück oder sowas. Irgendwo. Irgendwo da wahrscheinlich. Nee, das war der falsche da. Da? Wo seid ihr? Ah, da! Oh, da sind wieder ganz viele. Yay. Also. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Okay, sieben Stück. So,
Noch irgendwo? Oh. Das ist auch ein falscher Baum. Hatte ich den jetzt? Ja. Okay, ich komm. Okay. Nächster Baum. Nächster Baum. Super. Und nächster Baum. Oh! Nein! Wo ist es hin? Das sind zwei Lichter. Wir sind doch garantiert hier rein, oder? Ist der da rein? Ich glaube, der ist hier rein. Oha! Ja, wo ist er hin? Welcher von denen war es? Viel zu hoch. Das war nicht der Baum. Mal gucken, ob wir ihn jetzt finden. Alter! Da war er aber auch nicht mit bei. Bernsteinfossil. Ah ja. Wo war das? Pilze. Ja, wo ist er denn hin? Ach, das war schade. Den hätte ich noch gerne erwischt. Den hätte ich noch richtig gerne erwischt. Aber gut. Was nicht ist, das ist nicht. Hier ist noch. Dann nehmen wir den auch gleich noch mit. Wir teleportieren uns auch gleich nach Hause. Wahrscheinlich gar nicht wieder wissen, wie viel wieder mein Inventar drin ist. Möchte man ja nicht immer alles wissen, ne? Na, okay, aber das war wieder gut gemacht. Gut gemacht haben wir das. Achso, weiß ich gar nicht, wie viele brauchen wir denn dafür? Ne, Inventar wollte ich. Oh, zwei Stück haben wir nur. Und drei. Ah, das könnte vielleicht reichen. Zurück zum Grundstück. Vielleicht haben wir Glück und der Mais ist auch schon fertig. Vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Nö. Mais ist noch nicht fertig. ja, gut. Ja, okay. Und wir brauchen dafür noch Essig. Gut. Essig sollte nicht das Problem sein. Mais könnte man sich jetzt auch noch mal kaufen, aber der ist auch noch ziemlich teuer. Float Tree haben wir ja auch noch. Können wir da eigentlich auch noch reinpacken? Gut. Rest können wir eigentlich verkaufen. So. Zack. Zack. Die können da auch noch mal rein.
Achso, das ist auch nur Jäger. Die können da auch noch mit rein. Die Muscheln. Sind das Muscheln? Ja, okay. Pilze. Gut, die können wir da auch gleich mit durch. Ah ne, da... Sie sind gerade noch beschäftigt. Dann können wir jetzt noch mal in kurz schnell die Teile aufmachen. Öffnen. 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 So. Eine Perle haben wir auch noch gekriegt. Wunderbar. Können wir da auch gleich noch verkaufen. So. Rein damit. Und jetzt mal ihm kurz ihren Pilz geben. Ein Pilzipilz. Das ist gemeinsam ein einander integrativen Ortschaft. Ich kann heute nicht mehr lesen. War heute Morgen schon wieder alles zu viel. Oh. Voll hübsch. Wo ist meine Jina? Wo ist sie? Ah. Die können wir dann mitnehmen. Geld ist Geld. Na gut, diesmal haben wir kein Geld gekriegt. Auch nur noch. Dieses Markt und sowas, das ist echt gut jetzt. Gerade wenn man denn 100.000 braucht. Das würde man Ewigkeiten dafür brauchen, um die eben halt zu bekommen, ne? Wenn man ab und zu mal welche für 1.500 verkaufen kann, ist das schon ganz nice. Weil die Kisten kann man nicht verkaufen, die man empfindet. Meiste Kram, wenn man den herstellt, kann man nicht verkaufen. Das ist dann schon ein bisschen Mist. Hektar sehe ich schon. Okay. Leichte Zuckung. Ach, hey, wie geht's? Oh, cool. Darf ich mal ansehen? Hm, interessant. Wenn ich recht behalte, dann müsste das... Warte kurz. Wenn ich meine Notiz schaue. Ah, die Markierungen passen genau. Ich hätte nie gedacht, dass ich eins mal in solch einen guten Zustand sehen würde. Das ist äußerst fasziniert. Palian, Janino, was willst du? Oh, ja. Tut mir leid, ich war irgendwie weggetreten. Ich bin wohl nur so aufgeregt, einen Sonnenschirmblattgrille mit eigenen Augen zu sehen. Ja, Sonnenschein-Blattgrillen waren vor Jahrtausenden Bahari heimisch, lange bevor die Region überhaupt seinen Namen hatte. Sie sind die Vorfahren der scheuen himmelsblauen Steinhüpfer, der in den Feldern an der Bahari-Bucht lebt. Es hieß, dass sie etwa zur selben Zeit ausstarben wie, naja, wie die Menschen. Du scheinst dich mit diesen Tierchen gut auszukennen. Ich dachte, du hast Archäologie und nicht Insektenkunde studiert. Das liegt nur daran, dass meine Freundin Biologin ist. Sonst würde ich nicht so viel darüber wissen. Ihr zufolge waren sie einzigartige handfeste Beweise der Existenz der Sonnenschirm, Blattgrille, ein paar alte Höhlenmalerei und ein Tagebuch, das ein menschlicher Insektenkundler hinterlassen hat. Hm. Wie wir jetzt wissen, sind die Menschen nie wirklich ausgestorben. Also frage ich mich, ob die Sonnenschirm, Blattgrille ebenfalls noch existiert. Entschuldige, ich rede mal wieder ohne Punkt und Komma. Ich kann das denn nicht verübeln. Fossilien sind cool. Und wie sie das sind. Also, was sollen wir jetzt mit den Fossilien anstellen? An deiner Stelle würde ich sie umgehend an das Naturhistorische Museum von Kilima spenden, damit sie sie sicher aufbewahren. Die einzige Haken an der Sache ist, wir haben kein Museum. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich das Bernsteinfossilien gerne an mich nehmen. Es wäre bestimmt ein tolles Geschenk für meine Freundin, die Biologin. Und außerdem ein spannender Forschungsgegenstand. Wirklich toll, ja. Aber eigentlich solltest du erstmal schauen, ob noch jemand anderes Interesse daran, bevor du mir einfach so gibst. Nur die Option abziehen. Natürlich hätte ich insgeheim, dass du mir es gibst, aber lass dich nicht unter Druck setzen. Auni hätte daran bestimmt Interesse. Illusia
Eloisa, so. Auch, schließlich redet sie immer davon, ein Museum zu eröffnen, vielleicht auch Zeke oder Tamala. Wärst du so lieb und sagst mir, wo es am Ende landet? Als Forscherin bin ich sozusagen moralisch verpflichtet zu wissen, was aus so einem unvergesslichen Relikt wird. Okay. Mit jener. Ich komme mir immer etwas dämlich vor, weil mich vor diese Maske so hinreißen ließ. Ich meine, woher sollte ich wissen, dass sie für irgendeine super wichtige religiöse Ritual gedacht sind? Ja, es war doch nur ein Missverständnis. Ein Missverständnis. Zudem ist es nicht noch einmal. Zu denen es nicht noch einmal kommen wird. Ich muss darauf achten, meine Gefühle aus dem Spiel zu lassen. Nur weil etwas aufregend ist, heißt das noch lange nicht, dass sich das auch wahr ist. Mit jener Film. Person vom Fach muss ich hart zu mir selbst sein. Nicht viele Palianer. Ob Mairi oder Grimalkin haben die Möglichkeit oder die Pflicht, diese Ruinen zu erkunden. Wenn ich mit meiner Forschung nicht zu unserem Wissen beitrage, dann nehme ich der Welt aktiv Wissen weg, mit dem ein fähiger Gelehrter mehr hätte anfangen können. So, ich wäre das Erste, was ich sah. So habe ich es noch nie gesehen. Ich hoffe, ich habe einen guten ersten Eindruck gemacht. Ein Geschenk machen. Ein Pilzipilz. Oh, ist das wirklich für mich? Vielen Dank. Ja. Und wie weit sind wir jetzt gekommen? Haben wir ein bisschen mehr bei ihr? Oni? Naja, nicht wirklich. Das hat nicht wirklich viel gebracht. Vielleicht hätte ich mehr Fokus haben müssen. Okay, was genau machst du da? Ziki ist da. Ziki ist am Schlafen. Die machen wir mal zuerst, würde ich sagen. Oh. Ihr Lieben, das war diese Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten. Tschüss.